Also wenn ich diese Events fahre. Habt ihr das gehört? Also, ich blende euch das jetzt einmal ein. Von Rexy himself auf Black Hills Secret Hypercard eine 26674. Nachgeguckt, das ist der Weltrekord. Ich glaube, wir wissen alle, dass ich den nicht schlagen werde. Ich fahre jetzt nicht hier Weltrekord. Von daher, Rexy, du bist ja gerade im Chat. Gib mal eine Meinung ab, und ich meine eine ehrliche Meinung, was für eine Zeit du mir zutraust. Und ich meine jetzt nicht übertrieben, ja, ist doch gar nicht so schwer, sondern was du mir logisch zutraust, was ich in einer Stunde da rausfahre. Und das nehmen wir dann als Challenge. Ja, kann man zu sagen, meine jetzige Zeit ist eine 2.19. Zyro sagt eine 12 bis 11. Okay, Rexy sagt, ich würde eine 2.10 schaffen. Da zähle ich jetzt mal alles runter bis 2.10,999, ne? Wir fahren den Creators Tempesta, weil ist nun mal das Auto für die Strecke. Und ich habe wieder eine Stunde Zeit. So, da ist der Tempesta, da ist ein Nitromischer drauf, pur Extra Portion mit 77 Extra Portion, 73 pur, also zur Hälfte verbessert. Und da sind Settings drauf, die jetzt nicht ganz neu sind, aber die wahrscheinlich noch funktionieren. Gut, sollen wir loslegen? Eine Stunde Zeit, ab jetzt. Ziel unter 2 Minuten 10. Ich muss mir allerdings erst die Strecke nochmal komplett angucken, weil ich die ewig nicht gefahren bin. Und ich weiß, dass es eine Stelle gab, bei der ich immer krasse Probleme hatte. Und auch neu, deshalb wird es für mich wahrscheinlich nochmal ein Stück schwerer. Ich werde versuchen, das ganze Ding manuell zu machen. Hier war doch Wallgrind, ne? Hätte man die auch Wallgrinden müssen? Ich erinnere mich nicht mehr. Da war der Hügel, den ich oft verkacke. Das sieht für mich auch immer nach Wallgrind aus hier. Boah, das wäre auch hundertprozentig einer gewesen. Der Tempesta wurde verschlechtert. Ja, das macht's ja einfacher. Jetzt haben wir schon wieder eine Challenge, wo das Auto runtergepatcht wurde. Das ist natürlich klasse. Ich glaube, hier hätten wir jetzt auch die erste Wall grinden müssen. Habe ich so in Erinnerung. Nein, nicht hingeguckt. Oh mein Gott. Sehr gut, das hat jetzt mal komplett gekillt. Ignorieren wir einfach mal. Also müssten jetzt längst im Ziel sein. Ziel wäre, vor 10 Sekunden im Ziel gewesen zu sein. Ja, also wir müssen 16 Sekunden schneller sein. Okay, jetzt korrigiert Rexy, wenn er verschlechtert wurde, wäre die angepeilte Zeit vielleicht doch eher 2.11, 2.12. Ja gut, wir können aber gucken, was drin ist. Ne? Wir müssen ja nicht die volle Stunde machen, aber wir gucken mal einfach, was drin ist jetzt mit so ein paar Tries. Das sind ja sowieso, ich fahre ja keine Grinder-Zeiten mit 10 Stunden investierter Zeit, sondern einfach... Mal gucken, was ich so mit ein paar Tries hier rausholen kann. Darum geht es ja im Endeffekt bei dem Ganzen. Ich muss halt jetzt gleichzeitig auch noch die ganze Zeit darauf achten, wie ich die Karre schalten muss. Ne? Das ist für mich immer noch echt gewöhnungsbedürftig, dass ich darauf achten muss.
Das ist einfach, wenn du immer Automatik fährst, ist es halt jetzt sehr komisch, nebenbei darauf achten zu gucken, wie das Auto sich fährt. Erstmal will ich jetzt eine halbwegs saubere Runde fahren und dabei rausfinden, was ich fahre. Und dann gucken, wie ich mich da eventuell verbessern könnte, ne? Was mir fehlt. Und dann hier am Ende durchdrücken war es, ne? Da hätte ich volles Nitro haben müssen und dann drückt man durch am Ende. Nein, rutsch doch nicht raus! Okay, Servus Silent. Wir ziehen wieder hier in den Tunnel. Hinten flach an die Wand. Runter in den... Das war nicht so gedacht, aber okay. Nehmen wir mal mit. Nehmen wir jetzt hier schön nach innen. Oh nein! Nein, nein, nein! Nein! Autsch! Autsch! Ja. Hier müsste ich auch mit mehr Tempo durch eigentlich. Das war jetzt wieder relativ langsam. Schön ist, dass der Tempesta sehr schnell schaltet. Ne? Man kann da echt viel Zeit sich so... Ich glaube, ich würde hier aber lieber so durchfahren. Drunter schalten statt bremsen, um schneller runterzukommen. Das ging jetzt auch eigentlich, finde ich, ganz gut. So, hier ziehen wir jetzt auch wieder flach rein. Dann können wir das Tempo mitnehmen. Jetzt fängt es tatsächlich bei mir an zu regnen. Eben hieß es noch, es regnet heute nicht hier. Was sagt die Zeit? 2:14. Wieder eine Verbesserung. Halt die Klappe da oben. Also wenn ich diese Events fahre... Habt ihr das gehört? Ich hab gerade eben aufs Handy geguckt. Es soll hier nicht regnen heute. Ja. Durch die Kopfhörer, während es läuft. 2:14:357, neuer Rekord. Okay, ich versuche mal einfach weiterzufahren. Wir ignorieren das. Wir haben noch eine halbe Stunde für die Challenge. Man hört mich wahrscheinlich jetzt überhaupt nicht mehr. Aber scheißegal, es läuft gerade ganz gut. Wir bleiben dran. Nein, 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 nein. Ja, so langsam wird das mit der Challenge schwierig. Ich komme irgendwie nicht mehr durch. Ja. Ach komm, ernsthaft? Okay, neuer Versuch. Zu weit außen, dadurch komme ich an die Wand. Wenn ich weiter innen wäre, käme ich auch besser rum. Dann nimmt er nämlich diesen kleinen Zacken quasi von der Straße mit, der ihn rumdrückt. Es gibt ja diesen kleinen Bereich innen an den Straßen, der dich quasi um eine Kurve rumzieht, wenn du ihn erwischst. Und das ist das Problem, den zu erwischen. Und den gibt es auch hier bei der Brücke, habe ich eben zwei, dreimal gesehen, wo ich ihn erwischt habe. Dass man, wenn man den erwischt, da drum gezogen wird. Aber den muss man erstmal kriegen. Jetzt habe ich ihn gerade gekriegt. Gesehen? Wurde quasi um die Kurve rumgeleitet. Mega locker. Ohne wirklich viel dafür zu tun. Oh, Alter, ja. Und wieder. Das war's. Nicht gut, aber ich wurde drum geleitet. Problem, ich habe davor so viel Tempo verloren, dass es halt schon echt teuer für die Zeit war. Jetzt hier auch. Ich wurde innen durchgeleitet. Und das ist halt das, je öfter man das in so einer Strecke schafft, desto besser für die Zeit. Jetzt habe ich viel zu wenig Nitro für den Tunnel. Wäre wieder eine 14 geworden. Der Anfang war Mist, die Mitte war ganz schön, finde ich. Ja, nicht aufgepasst. Beziehungsweise aufgepasst schon, aber irgendwie habe ich den auf der rechten Seite interpretiert. Auch geil, Toasty, fühle ich. Das fand ich gerade schön. Direkt den NPC losgeworden.
Wurde um die Kurve rumgezogen. Auch hier um die Kurve rumgezogen. Das war knappe Scheiße. Das hätte richtig böse enden können. Ich würde behaupten, für die Gegebenheiten des Rennens gerade war das gut gerettet. Dafür, dass da so ein böser NPC zweimal kam. Würde ich behaupten, das habe ich ganz gut geregelt. So, was sagen die Profis? Für ein paar Tage Fulltime selber schalten? Was heißt Fulltime, ne? Wenn ich denn im Stream oder im Spiel bin? Wie schlage ich mich fürs selber schalten? Ah, das war schon mal eine 13. Ja, Zyro, ihr habt gesagt, die 11 bis 12 wäre realistisch, also wollen wir hoffen, dass ich die 12 noch knacke. John. Boah, das war aber wirklich fies eng. Also dafür, dass die 12 jetzt so die letzten Endes die Challenge war, nicht so weit davon entfernt. Ist jetzt schon Platz 16 Weltrangliste. Ich müsste Platz 15 ungefähr werden, um die Challenge geschafft zu haben. Na, verkackt. Wieder knapp. Ich wollte schon neu starten, war aber zu knapp. Und ja, aber war wieder kurz vor der Zeit. Dieses ewige Auto ist halt total nervig, ne? Ja, ernsthaft, das war so eine schöne Runde bis dahin. Das war nicht gut. Das war jetzt echt nicht gut. Viel zu früh. Scheiße. Oh mein Gott, Junge. Wir haben noch 7 Minuten. Nee. Ja. Nö. Schade, ich hab's am Ende wieder richtig vergeigt. Sonst wär's das gewesen. 2, 13, 1, 1, 4. Also theoretisch haben wir noch Zeit für einen Versuch. Ja, könnte noch klappen, die eine Runde. Sehr knapp. Das muss jetzt der finale Try sein. Wow, viel zu wenig Nitro über. Scheiße in die Kurve gefahren. Muss jetzt quasi ohne Nitro hochbeschleunigen, das schon mega viel zu langsam ist. Hier gerade so auf Tempo gekommen und knallt voll in den NPC. Shit! Shit, shit, shit. Ja gut. Challenge failed. Eindeutig, aber war auch echt übel. Also gegen den Weltrekord antreten, ist klar, dass das nicht klappt. Sie haben die Challenge extra runtergesetzt, aber keine Chance. Das ist einfach eine Stufe zu hoch für mich. Aber es war witzig. Und ich meine, im Endeffekt bin ich jetzt trotzdem Platz 16 Weltrangliste geworden. Also ich würde sagen, unzufrieden bin ich damit nicht. Toasty hat ja auch, ist ja auch mitgefahren. Hat Platz 17, ist direkt hinterher. Also ich würde sagen, es war kein kompletter Verlust. Es war auf jeden Fall wieder ein bisschen Training und es war auf jeden Fall cool. Und ich würde auch sagen, schlecht ist die Leistung nicht. Aber mit Leuten wie Rexy, Zyro und dergleichen, das ist halt schon nochmal
ne, eine andere Ebene von Spielern. Hat schon einen Grund, dass die drei hier alle, ne, kennen wir ja alle aus unserer Community, Rexy, Zyro, District, Name Twitch, dass die alle drei, ne, hier Top 3 der Weltrangliste sind. Das hat schon seine Gründe. Ja, ja. Aber schön, trotzdem eine coole Challenge. Rexy, danke fürs Einsenden. Weitere natürlich gerne dann auf YouTube in die Kommentare. Wir sehen uns.